Hey, willkommen zu einem neuen Video. Das Tierreich versetzt die Menschen immer wieder in Erstaunen. Jeder weiß so ziemlich, wie die meisten Tiere ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Aber was ist mit Tieren, die Eier legen? Wenn es um diesen Vorgang geht, werdet ihr überrascht sein, dass einige Tierarten das ein wenig anders machen, als ihr wahrscheinlich erwartet habt. Heute zeigen wir euch 10 seltsame Arten, wie Tiere ihre Eier legen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Die letzte Eigenschaft, die man von einem Krokodil erwarten würde, ist mütterliches Verhalten. Aber ihr werdet vielleicht überrascht sein, wie diese furchterregenden Reptilien Eier legen. Krokodilähnliche Tiere sind Nestbauer, die Höhlen oder Erdhügel bauen. Das bedeutet, dass einige Arten eine Höhle bauen, vor allem in Sand, und ihre Eier darin vergraben. Andere Arten bauen einen Erdhügel und legen ihre Eier in der Mitte des Hügels ab. Nach der Paarung dauert es etwa 3 Wochen, bis die Eier gelegt werden. Die Eiablage erfolgt nachts und dauert nicht länger als 30 bis 40 Minuten. Das wirklich Merkwürdige daran ist, dass das Weibchen während der Eiablage von 30 bis 60 Eiern in einem tranceartigen Zustand erstarrt. So sehr, dass sie wahrscheinlich nichts um sich herum wahrnimmt. Die weiblichen Krokodile werden dann zu fanatischen Muttertieren, die sich um ihre Eier kümmern. Sie fauchen, beißen, knurren, blasen ihre Körper auf und greifen alles und jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Wenn du dich nicht schon vor Krokodilen gefürchtet hast, wirst du es bei einer so wütenden Mutter mit Sicherheit tun. Nummer 9. Der Arowana-Fisch, auch bekannt als Drachenfisch, ist in ganz Asien, Australien und Südamerika in Flüssen, Seen und Teichen zu finden. Was ihn von anderen Fischen unterscheidet, ist, dass er ein väterlicher Maulbrüter ist. Das bedeutet, dass es die Aufgabe des Arowana-Männchens ist, sich sowohl um die Eier als auch um die Jungfische zu kümmern, wenn sie geschlüpft sind. Einen Monat lang brütet das Männchen die Eier in seinem Maul aus. Dann behält es die Babyfische weitere 2 bis 3 Monate in seinem Maul, bis sie selbstständig fressen können. In den ersten Monaten ihres Lebens sehen die Kleinen tatsächlich wie kleine Murmeln aus, und der Arowana-Fisch entlässt die Babyfische erst dann ins Wasser, wenn sie dazu bereit sind. Nummer 8. Der Kiwi-Vogel ist ein Tier, das extreme Anstrengungen unternimmt, um Eier zu legen. Der Kiwi ist ein flugunfähiger Vogel und eigentlich ein so ungewöhnlicher Vogel, dass er sogar als vogelfrei bezeichnet wird. Die größte Herausforderung im Leben der Kiwi-Weibchen ist das Eierlegen. Im Durchschnitt können diese Eier bis zu 1/4 des Körpergewichts des Vogels wiegen. Zum Vergleich, bei einem Menschen würde das bedeuten, dass die Frau ein Baby zur Welt bringt, das bereits die Größe eines 4-jährigen Kleinkindes hat. Um das riesige Ei in ihrem Innern zu ernähren, müssen Kiwi Weibchen mindestens 3-mal so viele Kalorien zu sich nehmen wie normal. Ihre Mägen werden so groß, dass sie am Ende über den Boden schleifen. In der letzten Phase der Schwangerschaft kann es vorkommen, dass der Vogel gar nicht mehr frisst. Am Ende ist alles gut für das Weibchen, wenn ein brandneuer Kiwi-Vogel geboren wird. Nummer 7. Du hast vielleicht schon ein Video gesehen, in dem Schlangen die Eier anderer Tiere verschlucken. Aber hast du jemals gesehen, wie Schlangen ihre eigenen Eier legen? Es mag dich überraschen, dass manche Schlangen keine äußeren Eier legen. Stattdessen schlüpfen ihre Eier im Körper der Schlange. Sie gebären dann tatsächlich lebend. Solche Tiere werden als ovovivipar, eierlegend, bezeichnet. Diese Form der Eiablage ist besonders in kühleren Umgebungen nützlich, wo es für die Schlangenmutter viel schwieriger wäre, ihre Eier im Freien warm genug zu halten, um sie auszubrüten. Viele Menschen stellen sich die Fortpflanzung von Schlangen so vor, dass das Weibchen die Eier in einer dunklen Höhle oder einem Nest ablegt und die Mutter nach dem Schlüpfen der Eier woanders hingeht. Aber es gibt auch eine andere Art, wie Schlangen Eier legen. Lebend gebärende Schlangen entwickeln ihre Eier im Inneren, und wenn der winzige Embryo seine Entwicklung abgeschlossen hat, wird er lebend in einer Membran geboren. Nummer 6. Habt ihr schon einmal ein Straußenei gesehen? Wahrscheinlich habt ihr das, oder? Sie sind kolossal groß, was natürlich Sinn macht, dass sie von dem größten und schwersten Vogel der Welt stammen. Dieser flugunfähige Vogel kann bis zu 2,5 Meter hoch werden und 145 Kilogramm wiegen. Die Paarung und die Eiablage verlaufen bei Straußen etwas anders. So gibt es eine lange Brutzeit, die sich von März bis September erstreckt, und es gibt ein großes gemeinsames Nest. Ein dominantes Männchen paart sich mit einer oder mehreren Hennen in seiner Gruppe, aber die Weibchen können sich auch mit anderen weniger dominanten Männchen paaren. Das dominante Männchen legt jedoch eine flache Grube an, die als Nest dient. Das dominante Weibchen der Gruppe kann seine Eier in der Mitte des Nestes ablegen. Andere Weibchen legen ihre Eier eher an der Außenseite ab. Dieses gemeinschaftliche Nest kann bis zu 60 Eier enthalten. Es ist auch kein Geheimnis, dass Straußeneier die größten Eier der Welt sind. Jedes Ei ist etwa 15 cm lang und wiegt nicht weniger als 1,5 Kilogramm. Das größte und schwerste Straußenei der Welt wurde am 17. Mai 2008 in Schweden gelegt. Es wog über 2,5 Kilogramm. Unglaublich, nicht wahr? Nummer 5.
Schmetterlinge werden nicht einfach geboren. Es ist ein langwieriger, vierstufiger Prozess, der als Metamorphose bezeichnet wird. Doch bevor sich Schmetterlinge vom Ei zur Raupe, von der Raupe zur Puppe und schließlich zum wunderschönen Schmetterling entwickeln, muss ein weniger bekannter Schritt stattfinden: die Eiablage. Dies ist jedoch nicht bei allen Schmetterlingsarten gleich. Der schwarze Schwalbenschwanz zum Beispiel legt seine Eier gerne an Pflanzenwurzeln wie Petersilie, Dill und Fenchel ab. Der Monarchfalter hingegen wählt Milchkrautpflanzen. Je nach Art legt das Weibchen nur ein einziges Ei oder eine große Anzahl von hunderten winziger stecknadelkopfgroßer Eier. Manche Arten legen sogar bis zu 1000 Eier. Ein Schmetterling kann also bis zu hunderte von Geschwistern haben. Nummer 4. Wenn Komodowarane die größten Reptilien der Welt sind, wie sehen dann ihre Eier aus? Im Durchschnitt legt das Weibchen des Komodowarans etwa 24 Eier. Ein sehr gesundes Exemplar kann sogar bis zu 38 Eier in einer Brutsaison legen. Komodowarane tun dies auf eine vogelähnliche Weise. Sie bauen entweder ein eigenes Nest, in das sie ihre Eier legen, oder sie wählen einfach ein verlassenes Nest eines großen Vogels als künftiges Zuhause für ihre Jungen. Die Eiablagezeit ist im Monat August. Die Eier der Komodowarane werden erstaunlich tief gelegt, in der Regel etwa 2 Meter tief in den Boden. So wird sichergestellt, dass die Umgebung, in der sich die Eier entwickeln, die richtige Temperatur und Feuchtigkeit hat. Man mag es glauben oder nicht, aber die weiblichen Komodowarane tun alles, um ihre Reptilienjungen zu schützen. Die Weibchen tarnen nicht nur ihr Nest, sondern bleiben auch bis Dezember im Nest, um sie vor Bedrohungen von außen zu schützen. Selbst erwachsene Komodowarane können eine Bedrohung darstellen. Ziemlich bizarr, oder? Nummer 3. Für manche ist der Sommer mit Erinnerungen an Strandurlaube und Muschelsammeln verbunden. Schwangere Meeresschildkröten machen überraschenderweise eine ähnliche Erfahrung. Der Sommer ist nämlich die Zeit, in der sie ein letztes Mal nach Hause zurückkehren. Schwangere Weibchen gehen an den Ort, an dem sie vor Jahren selbst geschlüpft sind. Sie schwimmen durch hohe Wellen und krabbeln über den Strand, um diesen Ort zu finden. Wenn sie ihn endlich gefunden haben, gräbt die Schildkröte ein Nest in den Sand. Wenn das Nest fertig ist, stehen der Schildkrötenmutter ein paar harte Stunden der Geburt bevor. In einem schnellen Rhythmus von 1 bis 4 Eiern auf einmal legt die weibliche Meeresschildkröte etwa 100 kugelförmige Eier, die wie Tischtennisbälle aussehen. Nach diesem anstrengenden Legevorgang verschließt sie das Nest und bedeckt die Eier vollständig mit Sand. Die Mutterschildkröte krabbelt dann langsam zurück ins Meer und lässt ihren Nachwuchs mutterlos zurück. Nummer 2. In Zeichentrickfilmen sehen wir immer Hühner, die schnell Eier legen. Im wirklichen Leben geht das aber nicht annähernd so schnell, denn ein Huhn braucht etwa 24 bis 28 Stunden, um ein Ei zu legen. Nach dem Legen eines Eies dauert es etwa 30 Minuten, bis das nächste Ei in den Eierstock des Huhns gelegt wird. Dann beginnt der Prozess erneut, bis das Huhn 8 bis 12 Eier gelegt hat. Manche Hühner nehmen sich danach sogar einen Tag frei. Hühner brauchen nicht unbedingt einen Hahn. Sie können mit oder ohne Hahn Eier legen. Ohne Hahn werden die Eier jedoch nicht befruchtet und entwickeln sich nicht zu Küken. Mit einem Hahn muss die Henne einen Tag lang auf den Eiern sitzen, bevor das Ei schlüpft. Am 25. Februar 1956 wurde das schwerste Hühnerei aller Zeiten gelegt. Es wog sage und schreibe 456 Gramm. Ein durchschnittliches Ei wiegt dagegen etwa 50 Gramm. Nummer 1. Die größte Froschart Amerikas ist der Ochsenfrosch. Und kaum ein anderes Tier legt so viele Eier wie der Ochsenfrosch. Bei einer einzigen Eiablage kann er bis zu 20.000 Eier produzieren. Die Fortpflanzungszeit der Ochsenfrösche findet von Ende Mai bis Juli statt, wenn sich die Frösche in Zuchtteichen versammeln. Die Aufgabe des Männchens ist es, einen guten Platz für die Eiablage zu finden. Wenn es diesen gefunden hat, hält es Wache und ruft laut, um den Weibchen seinen Platz anzukündigen. Übrigens auch, um rivalisierende Männchen zu verscheuchen. Dann legen die Ochsenfroschweibchen ihre Tausende von Eiern an der Oberfläche des Teiches ab. Die Eier bilden dort große, geleeartige Massen, während Wasserpflanzen sie schützen. Der männliche Ochsenfrosch hat die Aufgabe, die Eier zu befruchten. Wie bei allen Amphibien haben die Eier keine Schale und durchlaufen einen zweistufigen Lebenszyklus. Erst eine Kaulquappe und dann ein echter Frosch. Welches dieser Tiere hat dich am meisten überrascht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.